Hallo, im letzten Video hatte ich Ihnen das Programm PDF Creator vorgestellt, das uns die Möglichkeit gab, mehrere PDF-Dateien in eine PDF-Datei zusammenzufügen. Das Programm kann neben diesem Zusammenfügen allerdings noch etwas mehr, und zwar eine PDF-Datei in eine Bilddatei umzuwandeln. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir öffnen einfach wieder eine PDF-Datei, die wir in ein Bild umwandeln möchten, klicken wieder auf den entsprechenden Druckendialog. Datei drucken, sollte in jedem PDF-Reader der entsprechende Weg sein. Klicke hier drauf, wähle wieder meinen PDF-Creator als Drucker aus. Klicke auf Drucken. Und dann erscheint hier wieder unser Einstellungsfenster der entsprechenden Datei. Hier können wir wieder Einstellungen vornehmen. Und diesmal klicken wir nicht auf Warten sammeln, sondern wir klicken wieder auf Speichern. Denn wir wollen ja diese PDF-Datei anders abspeichern im Prinzip. Oder umwandeln, je nachdem. Deswegen klicke ich hier auf Speichern. Dann öffnet sich wieder ein Dialog. Und diesmal wähle ich hier nicht PDF-Datei beim Dateitypen aus, sondern ich klicke einmal drauf und habe jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Formaten, die ich hier auswählen kann. Unter anderem eben die JPEG-Datei, PNG-Dateien, ich kann hier auch Vektordateien erstellen oder Bitmap-Dateien, je nachdem, können Sie hier entsprechend auswählen. Ich nehme jetzt hier als Beispiel die JPEG-Datei, wähle die hier entsprechend aus und klicke hier unten rechts auf Speichern. Funktioniert auch relativ schnell, habe hier auch gleich meine Anzeige und wenn ich auf den Desktop schaue, habe ich hier eine JPEG-Datei, die im Prinzip genau das gleiche ist, was wir auch hier als PDF-Datei haben, nämlich das Ganze nur als Bild. Okay, das war es im Prinzip auch schon wieder. Sollten Sie allerdings Probleme oder Fragen zum Programm PDF Creator haben, dann schauen Sie sich am besten das Video an, in dem ich Ihnen gezeigt habe, wie Sie verschiedene PDF-Dateien in eine umwandeln bzw. zusammenfügen können. Da wird das Programm etwas genauer erklärt und sollte Ihnen entsprechend ein bisschen weiterhelfen, falls Sie hier Probleme haben sollten. Okay, im Prinzip war es das dann auch. Sollen Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie mich entweder per E-Mail oder via Forum an. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Video. I'm not going to be able to do that.